Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem literarischen Adventskalender. Heute öffne ich das 22. Türchen und lese aus diesem Band Weihnachtswundernacht, erschienen im Brendo Verlag, herausgegeben von Thomas Klappstein. Eine wunderbare Geschichte von eben diesem Thomas Klappstein, den ich eben erwähnt habe. Und Thomas hat im letzten Jahr eine fantastische Geschichte geschrieben von einer Straßenbahnlinie, von der U79, und davon, dass die Toten Hosen zufällig in dieser Bahn gesessen sind. Und was sich daraus alles ergeben hat, das habe ich ja an einem der ersten Tage bereits gelesen in diesem literarischen Adventskalender. Und jetzt gibt es also die Fortsetzung dazu. Die Weihnachtswunder-Sonderfahrt der U79. Auch in diesem Jahr gönnte sich Bodo wieder eine traditionelle Tour an Heiligabend mit der Straßenbahnlinie U79. Von Duisburg, wo er als Pastor einer Kirchengemeinde im Süden aktiv war, bis zum Clemensplatz in Düsseldorf-Kaiserswerth und zurück. In Kaiserswerth machte er einen Zwischenstopp, um zur alten Rheinfähre zu spazieren, einem gemütlichen Restaurant direkt am großen Fluss. Dort gönnte er sich immer einen Kaffee und ein Stück der hausgemachten Lübecker Marzipantorte, die ihn an seine Heimatregion in Norddeutschland erinnerte. In diesem Jahr war er ein klein wenig später dran als sonst. Die Unterhaltung mit der Kellnerin hatte etwas länger gedauert. Bodo war der letzte Gast gewesen. Da hatte sie ihm noch einen Weihnachtsstammkunden-Kaffee ausgegeben, sich ebenfalls eine Tasse eingeschenkt und für einen Moment dazugesetzt. Aber nun wurde es Zeit. Es war schon dunkel, als er an der Station Clemensplatz in die U79 einstieg, um zurück Richtung Duisburg zu fahren. Der Weihnachtsgottesdienst seiner Gemeinde lag an diesem Abend noch vor ihm, indem er die Predigt zu halten hatte. Zum Glück plante er immer genügend Zeitpuffer ein. Und so eine weihnachtswunderliche Unterbrechung, wie im vergangenen Jahr, dachte Bodo so bei sich, als die U79 anfuhr, wird sich ja sicherlich nicht noch einmal wiederholen. Da hatten streikende Hirten die Bahnlinie blockiert und so eine spontane Open-Air-Weihnachtsparty inklusive einem improvisierten Heiligabend-Gottesdienst ins Leben gerufen, mitten auf den Feldern zwischen den Haltestellen Froschenteich und Kesselsberg. Zufällig hatten sogar die Toten Hosen im Waggon gesessen, unterwegs zu einem Weihnachtskonzert im Duisburg-Ruhrort und für die Musik gesorgt. Bodo dachte immer wieder gerne daran zurück. An die tolle Atmosphäre, die Begegnungen und mit den Menschen aller Schichten, Generationen und Nationalitäten. Das war schon eine echte Weihnachtswundernacht gewesen. Ein einmaliges Erlebnis. Er hatte im Laufe des vergangenen Jahres öfter darüber nachgedacht, wie es wäre, so etwas zu wiederholen. Aber da sich Wunder eigentlich nicht wiederholen und schon gar nicht planbar sind, hatte er diese Gedanken immer wieder verworfen. Er musste sich jetzt ein bisschen zwingen, seinen Fokus auf den bevorstehenden Heiligabend-Gottesdienst und den Inhalt seiner Predigt zu richten. Deren Ausarbeitung war ihm diesmal schwerer gefallen als sonst. Solche Sternstunden wie im vergangenen Jahr hat man halt nicht jedes Mal. Irgendwie fühlt er sich jetzt ein wenig müde, als er es sich auf seinem Sitzplatz gemütlich machte. Trotz des Weihnachtscafés für Stammkunden vorhin. Täuschte er sich, oder fuhr die Bahn tatsächlich ein wenig schneller als sonst? Jedenfalls fühlte es sich so an. Er musste daran denken, dass er Anfang des Jahres in der Tageszeitung gelesen hatte, dass die Duisburger Verkehrsgesellschaft, die DVG, die Betreibergesellschaft der U79, die schnellsten Straßenbahnen im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr habe. Jetzt ging es über das große Rondell mit dem Kreisverkehr, auf dem ein riesiger Weihnachtsbaum aufgebaut war, wie jedes Jahr mit überdimensionierten Geschenken behängt. Die U79 nahm jetzt nochmal richtig Fahrt auf.
Bodo schaute verwirrt. An den Haltestellen wurde plötzlich nicht mehr gehalten. Selbst wenn dort wartende Fahrgäste standen, leicht panisch richtete er den Blick weg vom Fenster in den Waggon und stellte fest, dass er fast alleine im Abteil saß. Außer ihm waren nur noch zwei Typen in roten Mänteln und mit roten Mützen unterwegs, die sich angeregt unterhielten. Wohl Studenten auf dem Weg zu ihrem Einsetzen als Weihnachtsmänner in Familie mit kleinen Kindlein, dachte er. Jetzt erreichte die Bahn die ersten Stationen auf Duisburger Stadtgebiet. Aber auch hier hielt sie nicht. Auch nicht an der Station Kronewald beim Bahndepot. Nee, hier hätte ich doch rausgemusst, dachte Bodo, drückte mehrmals den Halteknopf und bekam es mit der Angst zu tun. Er musste doch gleich im Weihnachtsgottesdienst predigen. »Anhalten! Sofort anhalten!« rief er laut, schrie es beinahe. Aber die Bahn hielt einfach nicht. Stattdessen wechselte sie auf einmal die Spur und fuhr eine ganz andere Strecke als die, die sie sollte. Wie von Geisterhand. Jetzt ging es auf der Düsseldorfer Straße weiter Richtung Duisburger Innenstadt, dann über Kasslerfeld Richtung Ruhrort. Auch am Ruhrorter Kreisel stoppte sie nicht, fuhr stattdessen auf die Karl-Lehr-Brücke über die Ruhr, vorbei am Tausendfensterhaus und verließ die Gleisspur und schlängelte sich durch die engen Gassen des Stadtteils Richtung Rhein. Bodo war zu erstaunt, um noch weiter zu rufen. Was geschah hier nur gerade? Die Bahn fuhr jetzt Richtung Stichkanal zur Hafeneinfahrt, drehte noch eine extra Runde auf dem Neumarkt vorbei am Anker und am Lokal Harmonie. Dann ließ sie das Gelände mit der Zentrale von Haniel hinter sich, auch die Schiffexbörse, die Schifferbörse, und fuhr runter zum Leinpfad. Hier noch vorbei an der wie immer festlich beleuchteten Oskar Huber, dem musealen Schaufelrad-Rhein-Dampfschiff, und kam an der Ecke Horst-Schimanski-Gasse zum Stehen. Direkt vor dem Hübi, der kultigen Hafenkneipe, deren Fenster hell erleuchtet waren. Aus der geöffneten Eingangstür drang Stimmengewirr, vermischt mit Live-Musik und Gesang. Irgendwer jammte sich gerade durch die Weihnachtsklassiker. Die Tür der U79 ging auf und Bodo stieg konsterniert aus. Vorsichtig blickte er sich um und wurde von Dirk, dem Kneipenwirt, und Tommy Black, dem Konferencier des Hübi, in Empfang genommen und die Stufen nach oben in die Kneipe geführt. Rainer vom Anker huschte auch noch an ihnen vorbei. Auf der kleinen Bühne neben dem Eingang jammten die Toten Hosen, alias Rote Rosen, gemeinsam mit Mitgliedern der Hafen-Jam-Band, die aus Stammbesuchern des Hübi bestand. Auch diesmal mit Heiner am Schlagzeug. Campino grinste Bodo breit an, als er den Raum betrat, und es gab ein großes Hallo. »Da bist du ja! Wir warten schon auf dich«, vernahm Bodo wie durch einen Nebel. Er überlegte, was hier eigentlich gerade passierte, wo er hier hineingeraten war. »Ja, einer muss doch gleich noch die Weihnachtspredigt halten«, vernahm er aus der Menschenansammlung. »Mach noch mal die vom letzten Jahr, die mit dem Stern«, tönte es. »Aber die kennt ihr doch schon«, erwiderte Bodo mit schwacher, unsicherer Stimme. »Trotzdem«, ermunterte ihn Campino, »sich erinnern ist immer gut. Außerdem kennen die ja noch nicht alle.« Bodo blickte um sich und entdeckte das junge Liebespaar, das bei der Fahrt im vergangenen Jahr eng umschlungen mit ihm im Waggon gesessen hatte. Inzwischen hatten die beiden geheiratet. Sie prosteten ihm zu. Auch die Hirten hatten sich eingefunden. Hatte er doch richtig gerochen. Die im letzten Jahr mit ihrem Streik überhaupt erst für die Fahrtunterbrechung und damit für diese einmalige Open-Air-Weihnachtsparty gesorgt hatten. Und der alte Mann mit dem Hund war auch da. Der, von dem er damals angenommen hatte, dass er einsam wäre und den Weihnachtsabend damit verbringen wollte, von einer Endstation zur anderen zu fahren. Einsam war er jetzt jedenfalls nicht mehr. Bei der Aktion im vergangenen Jahr hatte er Menschen kennengelernt, die zu Freunden geworden waren und mit denen er jetzt regelmäßig Zeit verbrachte.
Unter anderem mit der punkigen Teenagerin, die in ihm wohl so eine Art Ersatzopa sah und ihn regelmäßig besuchte. Auch sie erblickte Bodo in der Menschenmenge. Was nicht schwer war, da sie ihre schwarzen Haare aktuell mit roten und grünen Strähnen eingefärbt hatte. Die drei Flüchtlinge, die er letzte Weihnachten scherzhaft als die Heiligen Drei Könige bezeichnet hatte, hatten inzwischen Asylanträge gestellt, die positiv beschieden worden waren. Auch sie lachten ihn freudig an. Hatten mittlerweile sogar Jobs gefunden im Duisburger Hafen. Zudem entdeckte Bodo immer mehr von seinen Gemeindemitgliedern unter den Gästen. Auch seine Familie grinste ihn an. »Was geht hier nur ab?« schoss es ihm erneut durch den Kopf. Da kam Uli, einer seiner Gemeindepresbyter, auf ihn zu, umarmte ihn und sagte, »Schön, dass du da bist, Pastor. Du hast hier noch gefehlt.« »Sag mal, was ist das hier?« fragte Bodo. »Wo kommen all die Leute her? Was machen die Gemeindemitglieder hier?« »Schöne Weihnachtsüberraschung, nicht wahr?« entgegnete ihm Uli. »Wunder dich ruhig ein bisschen heute Nacht, Bodo. Weißt du, das war so schön letztes Jahr, dass wir beschlossen haben, uns nicht mehr hinter unsere Kirchenmauern zu verstecken, sondern dorthin zu gehen, wo die Menschen sind. Wenigstens an Weihnachten. Und alle, die diese verrückte Weihnachtsparty im letzten Jahr miterlebt haben, wollten wieder dabei sein. Viele haben ihre Kontaktdaten ausgetauscht, auf Facebook die U79 Weihnachtswunderlinie-Gruppe gegründet und sich auch über WhatsApp immer wieder ausgetauscht. Dabei kam dann die Idee zu dieser Aktion auf. Und die Hafen-Jam-Crew und viele andere Hübi-Gäste, die das alles ja nur vom Hörensagen kannten, wollten sich das nicht entgehen lassen. Naja, und dann haben wir den Geist der Weihnacht bestochen, die U79 mal eben umzuleiten. Verrückt, dachte Bodo und blickte immer noch ungläubig und etwas verwirrt in das Gesicht von Uli. Aber der meinte nur, guck nicht so, Pastor. Jetzt halt mal lieber deine Sternenkurzpredigt vom vergangenen Jahr, du Traditionalist. Die wirst du ja wohl noch zusammenbekommen. Und dann fasste Bodo noch immer wie in Trance seinen aus 5 Bildern bestehenden Lieblings-Weihnachts-Comic-Strip von Häger dem Schrecklichen zusammen, diesem unerschrockenen Wikinger-Kapitän, berichtete von Hägers kleinem Sohn, der in dem Strip neben einem Mönch sitzt und diesen an seinen Beobachtungen teilhaben lässt. Dabei lässt er ihn wissen, dass er die weihnachtliche Jahreszeit besonders möge, weil alle so glücklich und freundlich und hilfsbereit seien, alles so friedlich und harmonisch sei. Und dabei feststellt, dass Menschen, die sich sonst mit dem Hintern nicht angucken, auf einmal sehr freundlich miteinander umgingen. Und auf einmal entdeckte er ein besonderes Phänomen am Himmel, stupst den Mönch an und ruft aus, sieh doch, dieser Stern war vorher noch nie da. Dabei zeigt er auf ein besonders großes Exemplar, das über einer kleinen schneebedeckten Hütte steht und diese beleuchtet, wie damals in Bethlehem. So hätte es wohl ausgesehen, wenn Jesus in Baderup mitten im skandinavischen Wikingerland zur Welt gekommen wäre. Der Mönch gibt zur Antwort, oh nein, der ist die ganze Zeit da, aber die meisten Menschen können ihn nur zu Weihnachten sehen. Der Stern ist die ganze Zeit da, aber die meisten Menschen können ihn nur zu Weihnachten sehen, wiederholte Bodo noch einmal den Satz. Wann fangen wir an, das ganze Jahr auf ihn zu achten? Warum nicht hier und jetzt und heute? Da könnte sich einiges zum Positiven verändern und wir würden so einen schrägen Abend wie heute öfter erleben. Einen Abend, an dem Menschen miteinander harmonieren, die sich sonst aus dem Wege gehen oder sogar das Leben schwer machen. Jesus, das Friedenskind, macht's möglich. Vielleicht einfach mal auf seine Vorschläge zum Leben achten. Öfter mal mit ihm kommunizieren. Soll Wunder wirken. Weihnachtswunder. Und damit beendete Bodo auch schon seine Predigt mit denselben Worten wie im vergangenen Jahr. Die Hübi-Spontanband mit den Roten Rosen und Mitgliedern der Hafen-Jam-Hausband begannen gerade Stille Nacht zu spielen. Da drang eine laute Stimme an Bodos Ohr.
Endstation. Dieser Zug endet hier. Weiterfahrt mit der Linie U79 auf dem gegenüberliegenden Bahnsteig. Bodo wurde abrupt wach. Verwirrt registrierte er, dass er tatsächlich eingenickt war und alles nur geträumt hatte. Aber ihm wurde schnell klar, dass er genau so im nächsten Jahr Weihnachten feiern wollte. Mit seiner Gemeinde und den neuen Freunden. Den Menschen nämlich, für die die echte Weihnachtswundernacht damals vor knapp 2000 Jahren, als der Himmel die Erde berührte und Gott in Jesus Menschengestalt angenommen hat, schließlich überhaupt erst stattgefunden hat. Ein Weihnachtsgottesdienst im Hübi, in Ruhrort, hätte doch was. Oder sie würden mit der DVG eine Sonderfahrt der U79 am Heiligen Abend organisieren und den Weihnachtsgottesdienst in der Bahn feiern. Immer zwischen den Endhaltestellen hin und her pendelnd, mit ständig wechselnden Gästen, die ein- und ausstiegen. Eine echte Weihnachtswunderlinie. Das hätte doch was. Jetzt musste er aber erst einmal die Bahn zurück zur Station Grunewald nehmen. Wenn es keine streikbedingten Unterbrechungen gab, würde er es gerade noch rechtzeitig zum Beginn des Gottesdienstes schaffen. Er freute sich schon sehr auf diesen und auch auf die in den folgenden Jahren. Während der Rückfahrt zur Station Grunewald schaute er durchs Fenster hoch zum Sternenhimmel. Und ein Stern, dem bereits im letzten Jahr aufgefallen war, schien irgendwie wieder besonders hell zu leuchten. Thomas, vielen Dank für diese super Fortsetzung von der Weihnachtssonderfahrt der U79. Und ich sehe da ja schon eine weitere Fortsetzung am Horizont heraufdämmern. So der Brendo Verlag uns auch im nächsten Jahr noch einmal eine Runde fahren lässt mit Weihnachtswundernacht. Und was hältst du davon, Thomas, wenn wir im nächsten Jahr einfach mal zu dritt als Trio Infernal diese Geschichte schreiben? Der Frank Bonkowski, der Thomas Klappstein und der Micky Wiese. Das wäre doch cool. Wir drei zusammen, einfach mal als Experiment. Wir legen den Plot fest. Und dann schreiben wir einfach aus drei verschiedenen Sichten eine Geschichte zusammen. Das wäre doch mal was. Oh, da freue ich mich schon drauf. So, ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Und nur noch zwei Geschichten. Und auch diese zwei Geschichten will ich hier von meinem Profil aus lesen. Und mal schauen, dass wir da noch ein paar Menschen mit dieser wunderbaren Botschaft von Weihnachten erreichen können. Und euch wünsche ich noch einen schönen Samstagabend. Ciao, bis morgen.